Ein Teil von dieser Geschichte ist in der Vergangenheit passiert und der restliche Teil wird in der Zukunft passieren. Die Geschichte von heute ist aus der Sure Al-Kahf, die Höhle. Und sie fragen dich nach Dhul-Qarnayn. Sprich, ich will euch etwas darüber berichten. Wir haben ihm Macht auf Erden und die Mittel zu allem gegeben. So folgte er dem gegebenen Weg, bis er den Ort, an dem die Sonne untergeht, erreichte. Er fand sie in einem Quell von schlammigem Wasser untergehen. Und dort fand er ein Volk. Wir sprachen, O Dhul-Qarnayn, entweder strafe sie oder behandle sie mit Güte. Er sagte, den, der da frevelt, werden wir sicherlich bestrafen. Dann soll er zu seinem Herrn zurückgebracht werden und er wird ihn in grässlicher Weise bestrafen. Dem aber, der gläubig ist und Gutes tut, wird herrlicher Lohn zuteil werden und wir werden zu ihm in angenehmer Weise über unsere Angelegenheiten sprechen. Darauf folgte er dem gegebenen Weg, bis er den Ort, an dem die Sonne aufgeht, erreichte. Er fand sie über einem Volk aufgehen, dem wir keinen Schutz gegen sie gegeben hatten. So war es, und wir umfassten mit Wissen, wie es um ihn bestellt war. Hierauf folgte er dem gegebenen Weg, bis er zwischen die beiden Wälle gelangte. Er fand unterhalb von diesem ein Volk, das kaum eine Sprache verstehen konnte. Sie sagten, O Dhul-Qarnayn, Gog und Magog stiften Unheil im Lande. Sollen wir dir nun Tribut zahlen, unter der Bedingung, dass du zwischen uns und ihnen einen Wall errichtest? Er sagte, die Macht, die mein Herr mir gegeben hat, ist besser. So helft mir denn mit all eurer Kraft, damit ich zwischen euch und ihnen einen Damm errichten kann. Bringt mir Eisenstücke. Als er die Kluft zwischen den beiden Bollwerken ausgefüllt hatte, sagte er, blast. Als er es das Eisen feurig gemacht hatte, sagte er, bringt mir geschmolzenes Kupfer, ich will es darüber gießen. So vermochten sie es nicht, sie die Dämme zu erklemmen. Noch konnten sie sie durchbrechen. Er sagte, das ist die Gnade meines Herrn. Doch wenn die Verheißung meines Herrn in Erfüllung geht, wird er sie zu Schutz verfallen lassen. Und die Verheißung meines Herrn ist wahr. Also wie gesagt, die Geschichte, ein Teil davon ist schon in der Vergangenheit passiert und der restliche Teil wird in der Zukunft passieren, bevor der jüngste Tag kommt. Damals kamen die Juden zum Propheten Muhammad und wollten immer testen, ob er tatsächlich der Prophet Gottes wäre. Und sie haben ihn gequält mit deren Fragen. Also die Christen waren viel einfacher. Aber die Juden haben immer ihn mit Fragen gequält und wollten immer Bestätigung haben, dass er der Prophet Gottes ist. Sie haben ihn nach drei Dingen gefragt. Nach Dhul-Qarnayn, nach diesem Mann. Und sie haben ihn gefragt, es gab Jungs, die sich in einer Höhle versteckt haben und Allah hat sie sterben lassen. Nach 309 Jahren Allah sie auferweckt hat. Und dann haben sie ihn gefragt nach der Seele. Was ist die Seele, Prophet Gottes? Wenn du Prophet Gottes bist, dann sag uns, was die Seele ist. Und subhanallah, es gibt jetzt Menschen hier in Europa, die behaupten, die Seele wiegt nur 30 Gramm. Wie viel? 21. 21 Gramm wiegt die Seele. Guck mal, wonach die Leute suchen. Allah hat diese Sure, Surat Al-Kahf, die Höhle, herabgesandt. Und kam die Antwort auf diese drei Fragen. Was die Seele angeht, kam eine schöne Antwort. Sie befragen dich nach der Seele, sag, sprich zu diesen Menschen, die arrogant sind. Die Seele ist die Angelegenheit Allahs. Und Allah hat euch nur zu wenig Wissen gegeben. Das ist nicht eure Angelegenheit.
Das könnt ihr nicht begreifen, was Seele ist. Und in dieser Sure gab es auch die Antwort über die Jungs, die sich versteckt hätten oder hatten in der Höhle, die 309 Jahre tot waren und danach Allah sie auferweckt hat. Und dann unsere Geschichte von heute. Dhul-Qarnayn ist ein, einige Gelehrten sagen, ein König gewesen, einige Gelehrten sagen, ein Prophet gewesen, aber was uns interessiert ist, dass er ein guter Mensch gewesen war. Allah hat das nicht erwähnt im Koran, ob er ein Prophet, ein König ist, weil das irrelevant ist. Aber dieser Mensch war ein rechtschaffener Diener für den allmächtigen Gott. Und Allah hat ihm so viel Macht gegeben, dass er die ganze Erde regiert hat. Und er konnte die Sprache aller Völker sprechen. Er hat die Erde von Osten bis Westen komplett regiert. Und hat die Menschen zu Allahs Religion aufgerufen, zum Islam aufgerufen, zu der Gottergebenheit aufgerufen. Und am Ende kam er zu einem Volk, wo die Sonne aufging. Wo geht die Sonne auf? Im Osten. Der kam zu einem Volk. Dieses Volk war ein pures Volk. Die haben nichts gehabt. Und die Sonne war bei denen so heiß, dass sie einfach es nicht vertragen könnten. Sie haben sogar Löcher in der Erde begraben und sich versteckt vor der Hitze der Sonne. Und hinter dem Berg, wo sie gewohnt haben, gab es ein Volk namens Ya'juj und Ma'juj. Also das Volk von Gog und Magog waren hinter dem Berg. Und sie haben immer diese Menschen überfallen. Also sie waren richtig brutal. Sie haben immer diese armen Menschen, die nichts gehabt hatten, überfallen und sie als Sklaven genommen. Alles, was sie gehabt haben, haben sie geklaut und die meisten von ihnen als Sklaven genommen. Er ist dort angekommen, also Dhul-Qarnayn ist dort angekommen und als er dort angekommen ist, Allah hat ihm die Wahl gegeben. Du kannst diese Menschen bestrafen, weil sie ungläubig sind, oder bleibt dir überlassen, wenn du die nicht bestrafst, Allah wird sie am jüngsten Tag bestrafen. Das bleibt dir überlassen. Allah hat ihm die Wahl gegeben. Viele Leute verstehen das nicht, aber das ist Allahs Vergehensweise mit den Völkern vor uns. Also mit den Völkern vor dem Prophet Muhammad a.s. Allah hat so viele Völker vernichtet, die ungläubig waren. Beweis zum Beispiel dafür das Volk von Nuh a.s., das Volk von Lut a.s., das Volk von Abraham und. Immer wenn die Menschen Allahs Religion nicht angenommen haben, hat Allah sie vernichtet. Und Allah hat ihm die Wahl gegeben. Du kannst sie vernichten oder lassen. Derjenige, der nicht gläubig ist, wird sowieso am jüngsten Tag bestraft werden von Allah. Und weil er die Barmherzigkeit im Herzen hatte, hat er keinen bestraft. Er hat gesagt, Allah ist derjenige, der bestraft. Und sie haben ihm gesagt, hinter diesem Berg, das sind riesenhöhe Berge, diese Berge sind jetzt
in einem Gebiet namens Kaukas. Das sind Daniel Berge. Das sind sehr, sehr hohe Berge, die spitz sind. Und hinter diesen Bergen hat sich dieses Volk Ya'juj und Ma'juj versteckt. Also Gog und Ma'gog, Volk versteckt, die brutal waren und immer diese Menschen überfallen haben. Sie haben ihm gesagt, diese armen Menschen, Dhulqarnain, wir werden immer überfallen von diesem Volk. Kannst du uns nicht helfen? Er hat ihnen gesagt, sammelt alles, was ihr an Eisen habt. Sie haben angefangen zu sammeln.